Kapitel 33 Düstere Wahrheit. Die Sonne war ein weiteres Mal aufgegangen und Team Polanavatra kehrte zurück zum Ligaturm. Am vorigen Tag hatten sie ihn bereits kurz nach ihrem Treffen mit Amagaga verlassen. Aus Protest. Das allgemeine Gesprächsthema war klar. Soroks Ernennung und Auroras Ableben. Es war Kel wirklich schwer gefallen, seinem Zorn nicht freien Lauf zu lassen. Glücklicherweise schien die Stimme in seinem Inneren der natürlichen Wut zu weichen und beide Kräfte kollidierten nicht. Allein für die Informationen kehrte er nun zurück, zusammen mit seinem Teampartner, der seine Emotionen sowieso nie zeigte. Es schien, als sei am vorigen Tag nichts Großes mehr geschehen. Aber es war auch nicht zu erwarten gewesen. Sollte es überhaupt zu großen Änderungen kommen, würden sie noch ein paar Wochen auf sich warten lassen. Trotzdem hatten Amagaga und Sorak wohl den gesamten Tag getagt. Heute würde sich Kel aber nicht abwimmeln lassen, das hatte er sich fest vorgenommen. Und an diesem Tag gab es auch keinen Grund dazu. Amagaga ließ sich all die Zeit, welche das Team benötigte. Gemeinsam besuchten sie erneut den Ort des Geschehens, eine nun völlig zerstörte Klippe. Haufen an Felsen lagen an ihrem Fuß, alle vor Tagen noch Teil des Vorsprungs. Amagaga versuchte irgendwie die Geschehnisse so genau nachzustellen, wie er es irgendwie schaffte. Und zwar wirkte es alles akkurat, doch es half nicht. Ohne neue Informationen kehrte die Gruppe so wieder zum Büro des Gründers zurück. Kel legte seine Tasche neben Monagoras alten Tisch und setzte sich für ein weiteres Gespräch. Nun, ich kann euch beiden gut genug. Ihr wollt immer noch nicht aufgeben, richtig? Amagaga wartete nicht einmal auf eine Antwort. Er selber wusste, was das Team dachte. Nun, so sehr ich auch nicht daran glaube, werde ich euch natürlich nicht stoppen. Aber behaltet auch die Liga im Blick, ja? Heute steht euer nächstes Duell an. Seid ja anwesend. Es schien nicht mehr zu einem richtigen Gespräch kommen zu wollen. Vor ihrem Duell wusste das Team natürlich, jedoch hatten sie kaum trainiert. Also, wenn ihr noch Fragen habt, dann stellt sie, ansonsten möchte ich mich wieder der Arbeit zuwenden. Fragend sah Kel seinen Teampartner an. Keine Fragen. Du wirst bald wieder von uns hören. Spätestens, wenn wir Aurora gefunden haben. Genervt blickte der Gründer am Schatten vorbei. Ja, sicher. Also dann, wir sehen uns. Die Tür fiel ins Schloss und Kel und Machado standen zu zweit im Gang. Und was machen wir jetzt? Das Team ist trotz allem wichtig. Wir trainieren, damit wir heute einen Sieg einfahren können. Erst als Machado und er bereits am Aufzug standen, fiel Kel etwas Wichtiges auf. Geh schon mal vor, Etage 22 oder so. Ich habe meine Tasche bei Amagaga liegen lassen, ich hole sie schnell. Mit einem Nicken stieg Machado in den Aufzug, während Kel den Gang wieder zurücklief. Als er gerade vor der Tür stand und klopfen wollte, bemerkte er jedoch etwas Eigenartiges. Eine Stimme im Inneren. Amagagas Stimme. Aber wieso sprach er, wenn er doch eindeutig alleine war? Niemand außer ihm war im Raum gewesen, als Team Polanavatra ihn besucht hatte und wäre jemand seitdem gekommen, dann hätte Kel dieses Pokémon gesehen. Amagagas Stimme war sehr leise und Kel hatte Mühe, einige Worte zu verstehen, doch trotzdem lauschte er für rund 30 Sekunden, bevor die Stimme verklang. Schnell zog das Akani sich von der Tür zurück und stellte sich an die gegenüberliegende Wand. Nur Sekunden später sprang die Tür auf und ein überraschter Amagaga erschien. Kel, was tust du denn noch hier? Solltest du nicht inzwischen trainieren? Ohne sich etwas anmerken zu lassen, antwortete Polanavatras Teamleiter locker. Siehst du den Beutel neben dem Tisch da hinten? Den habe ich liegen lassen. Etwas perplex drehte sich das Fossil um, bevor er die Tasche sah. Dann hol ihn schnell. Ich möchte gehen und die Tür abschließen. Ohne sich lange bitten zu lassen, trat Kel ein und begab sich langsam zu seiner Tasche. Als er sie erreichte, griff er sie. Und in einem Moment der Unachtsamkeit des Gründers auch einen der Gegenstände auf dem Tisch. Entschuldige die Umstände. Es macht ja nichts, aber du solltest dich nun besser vorbereiten gehen.
Dies tat Kell auch, seinem Teampartner nun zum Training und zum späteren Duell folgend. Jedoch lag der Fokus des Akani durchgehend auf den Worten, welchen er durch die massive Tür gelauscht hatte. Jedoch sorgte dieser Konzentrationsmangel nicht für Schlimmstes am dritten Spieltag der Saison. Im Gegenteil, wie im Autopilot kämpfte Kell und durch Machados dominante Performance reichte es, damit Team Polana-Vatra das Duell deutlich gewann. Aber es wirkte egal. Mit den 9 Punkten gut geschrieben, kehrten Kell und Machado zu Auroras Haus zurück. Bisher hatte es Kell für zu riskant gehalten, Machado einzuweihen, aus Angst, jemand könnte sie belauschen. Doch in seinem Kopf hatte das Akani über den Tag bereits einen Plan geformt. Wir müssen reden. Dringend. Ohne etwas zu sagen, blickte das mysteriöse Pokémon seinen Teamleiter an, symbolisierend, dass er zuhörte. Ich werde heute Nacht eine wichtige Mission unternehmen. Morgen erkläre ich dir alles. Bleib für die Nacht bitte hier und... Sollte irgendjemand kommen und nach mir fragen, denk dir irgendwas aus, was nicht den Turm beinhaltet. Der Blick, welchen Kell für diese Aussagen erhielt, war gefüllt von Fragen. Und du weißt sicher, was du tust? Ausnahmsweise. Ich verspreche dir, vertrau mir einfach und morgen früh werden wir mehr Unterstützung auf der Suche nach Aurora haben. Immer noch wirkte der Schattenkrieger nicht ganz zufrieden, schien jedoch nicht widersprechen zu wollen. Morgen will ich aber jedes Detail wissen, ja? Natürlich. Das regenbogenfarbene Licht stand hoch am Himmel, so sehr Kell es auch hasste, als er das Haus verließ. Die Lichter des Ortes waren bereits alle ausgeschaltet. Die Nachtruhe war eingebrochen. Doch Kell war nicht müde. Im Gegenteil. Er musste sich beeilen. Nur eine Sache hatte der Teamleiter mitgenommen auf seine Unternehmung. Den Gegenstand, welchen er vorhin noch Amagaga entwendet hatte. Monagoras alte Ligakarte. Seines Wissens nach war diese noch nicht gesperrt worden und könnte ihm somit Zugang zum gesamten Turm geben. Der Moment der Wahrheit kam auch schon bald, als Kell heimlich vor dem Eingang des Turmes stand. Wenn die Karte akzeptiert würde, war sein Plan schon halb geglückt. Er führte sie vorsichtig in den Laser ein und tatsächlich... Ein grünes Licht blinkte und die Tür öffnete sich. Schnell trat Kell ein und verschloss den Eingang hinter sich. Auch den Aufzug konnte er öffnen und betreten mit Hilfe seines Diebesguts. Sein Ziel hatte er direkt im Blick. Ebene 48. Dort, wo Monagoras immer noch gefangen gehalten wurde. Langsam und ratternd bewegte sich der Aufzug. Langsam, aber sicher, in Richtung seines Ziels. Die letzte Begegnung zwischen Kell und Monagoras war wahrlich nicht schön verlaufen. Doch er war sich sicher, dieses Mal würde es anders werden. Ein Klingeln ertönte, bevor sich die Tür zum spärlicht belichteten leeren Raum langsam öffnete, in welchem der verschlafene Monagoras bereits seinen Kopf erhob. Was willst du? Erst nach weiteren Sekunden schien er zu realisieren, dass das Pokémon ihm gegenüber nicht sein ehemaliger Teampartner war, sondern ein Pokémon, welches ihm immer eher ein Rivale war als ein Freund. Kell, weshalb bist du hier so spät in der Nacht? Willst du mich verhöhnen oder schick dich Amagaga? Im Gegenteil. Wenn er wüsste, dass ich hier bin, dann wäre er alles andere als begeistert. Ob du es glaubst oder nicht, ich will dich herausholen. Monagoras entschied sich bei dieser Wahl schnell für zweite Option. Nicht. Du willst mich befreien? Weshalb solltest du das wollen? Vielleicht bin ich doch ein Verräter! Kell ließ sich jedoch nicht beirren. Du warst es für mich, bis ich zum ersten Mal Amagaga sprechen hörte, als er dachte, er wäre alleine. Operation M. Monagoras Blick wandelte sich. Zorn wurde zu Hoffnung. Du weißt Bescheid! Über weniger als du anscheinend. Aber ich habe ihn mit Epsilon reden hören und ich habe verstanden, dass du unschuldig bist. Ich habe deine alte Zugangskarte entwendet, um herzukommen. Also lass uns schnell verschwinden. Bei Auroras Haus erklärst du alles, was du weißt. Ausnahmsweise schien das Fossil keinen Einspruch einlegen zu wollen. Ach, eine Sache, Monagoras. Eine Bedingung habe ich. Wenn ich dich hier raushole, dann hilfst du mir und Machado auf der Suche nach Aurora. Er hat sie also wirklich... Natürlich werde ich das! Also auf! Etwa eine halbe Stunde verging, nun mit Monagoras im Schlepptau, bis Kell das Haus wieder erreichte, in welchem Machado bereits auf ihn warten würde.
Nun angekommen, klopfte er vorsichtig an und schnell öffnete der Schatten die Tür. Sein Blick schweifte schnell hin und her, zwischen Monagoras und Kel. Kel, ich hoffe für dich, dass du eine verdammt gute Erklärung hierfür hast. Die drei Pokémon saßen alle im Wohnbereich von Auroras Wohnung, nachdem Marshadow auch Monagoras Einlass gewährt hatte, wenn auch widerwillig. Also dann, Marshadow, das Grundproblem ist. Amagaga ist ein Lügner und ein Verräter. Operation M. Monagoras, erklär uns, was das bedeutet. Für einen Moment zögerte der T-Rex, doch begann bald zu reden. Also alles, was ich weiß, habe ich aus der Nacht, nachdem du, Aurora und Elementara mich eingesperrt hatten, als Epsilons Rüstung entwendet wurde. Amagaga kam zu mir in die Etage, die Rüstung im Gepäck. Und nun, da ich als Feind aus dem Weg war, zeigte er mir sein wahres Gesicht. Operation M steht für zwei Dinge in einem. Masterplan und Monagoras. Amagaga, dieses dumme Arschloch, ist nicht, wer erscheint. Er ist ein Psychopath, ein Geisteskranker, aber leider ein Genie. Er ist Epsilons Mastermind, Teil der Plot-Elite. Sein Plan war simpel und doch komplex. Epsilon brauchte ein Lager für seine Rüstung. Und als Versteck entschied sich Amagaga, schlicht meine Zugangskarte zu benutzen und ein Versteck in meiner Ebene zu kreieren. Bewirkend hat dies, dass die Rüstung an einem Ort war, an dem niemand sie erwartete. Doch sollte jemand sie finden, dann würde jeder denken, dass ich schuldig wäre. Und genau das ist ja offensichtlich auch geschehen. Betrübt blickte Monagoras durch den Raum. Und dann spann er den Plan weiter. Aus dem Fund der Rüstung zog er sogar Gewinn. Die Rüstung gab er selbst schnell an ihren Besitzer zurück, während er ein großes Schauspiel begann. Ihr habt alles gesehen, vermute ich. Er würde groß nach einem neuen Leiter der Liga suchen, mit verschiedenen Mon reden, um am Ende ganz zufällig Aurora herauszupicken für ein Gespräch. Sie vertraute ihm so wie alle anderen. Und alleine und mit der Überraschung und seinen Mitteln auf Amagagas Seite konnte sie nichts ausrichten. Aurora ist Epsilons größte Feindin, also wollte er sie loswerden. Langsam schien Marshadow sich mit dem Gedanken abzufinden, dass die Worte des scheinbaren Feindes tatsächlich der Wahrheit entsprechen. Aber was heißt das für Aurora? Monagoras schien zu schwanken. Bestes und Schlechtestes. Wann war ihr Gespräch mit Amagaga? Kel musste nicht einmal nachdenken, um die Antwort zu finden. Vor 2 Tagen. 2 Tage, dann ist sie am Leben. Diese Worte waren alles, was Kel in diesem Gespräch hören wollte. Eine Welle der Erleichterung durchfuhr seinen ganzen Körper. Aurora war am Leben. Aber uns geht die Zeit aus. Die Sache ist die. Von dem, was Amagaga mir erzählt hat, hat er mit Epsilon gewettet. Sollte sein Masterplan aufgehen, dann würde Aurora 1 Woche nach ihrer Gefangennahme erst sterben. 1 Woche. 2 Tage waren vergangen, die Zeit schwand bereits. Marshadow stellte eine weitere sehr bedeutende Frage. Aber warum sollte er das tun? Der Blick des ehemaligen Leiters der Liga wurde finster. Weil dieser Felsbrocken nicht nur ein Eistyp ist, sondern sein Herz auch aus Eis ist. Er ist ein Wissenschaftler. Und er hat Tonnen an Chemikalien. Anscheinend alle in seinem Raum auf Ebene 49 gebunkert, ohne mein Wissen. Allerdings fehlten ihm immer die Testsubjekte. Mich konnte er auch nicht nutzen. Gesteinstypen sind bei Spritzen problematisch, aber egal wo Aurora ist, wir müssen sie finden. Ansonsten wird Epsilon sie in 5 Tagen umbringen, wenn Amagagas Gifte sie nicht vorher schon getötet haben. Kels Blick fiel auf Marshadow. Dann verlieren wir keine Zeit. Morgen geht's los. Marshadow, Monagoras, ihr beginnt die Suche. Ich werde der Liga mitteilen, wer sich an ihre Spitze gestellt hat. Ob er es will oder nicht.